Der Garten. Der Garten öffnet seine Rosen. Sie duften sich Sonnenworte zu. Nur Liebespaare fangen sie auf und grüßen zurück in der Rosensprache. Rosen antworten rot mit herzlichem Duft. Duftworte, die sich liebkosen. Ja, moin ihr Lieben, mit diesen Worten Rosa Ausländers grüße ich euch ganz herzlich zu einem weiteren literarischen Special zur Königin der Blumen. Ich bin hier in Kampen, hinter mir seht ihr das Watt und links und rechts ist eine Allee von Rosen. Ja, der Weg ist gesäumt von Rosa Rugosa. Rosa Rugosa ist eine Einwanderin. Sie wird auch Kamtschatka-Rose genannt und wie der Name vermuten lässt, kommt sie aus Ostasien. Sie ist somit eine neobiotische Pflanze. Neos aus dem Griechischen neu, bios das Leben. Sie bringt also neues Leben als Neophyt mit auf die Insel. Ende Juli ist eine wunderbare Zeit, in der man alle Stadien von Rosa Rugosa an einem Busch erkennen kann. Von der Knospe über die Blüte bis hin zur Hagebutte mit den roten Bäckchen. Also Frühling, Sommer und der angedeutete Herbst an einem Strauch. Ein wunderbarer Duft strömt mir hier gerade entgegen. Sie duftet also intensiv, hat ebenso intensive Stacheln. Der ganze Stiel ist voll dieser pieksigen Dornen. Und die Blätter, die sind erstaunlich runzelig und lederig dafür, dass doch ihre Blütenblätter so zart sind. Also die Laubblätter, die erinnern auch ein bisschen an Kartoffelblätter. Und deshalb wird sie landläufig auch die Kartoffelrose genannt. Ja, was können wir von der Rose lernen? Ihrem Duft, ihrer Haltung, ihren Dornen? Bestimmt viel. Kurt Marti gibt uns einen Rat mit auf den Weg. Er hat es lyrisch so formuliert: Den Rat der Rose. Bleib aufrecht, rät die Rose. Zeig Dornen, sei stolz, beuge dich nur der Liebe. Ja, ihr Lieben, die Liebe soll das letzte Wort haben. Und so verabschiede ich mich von euch, danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und denkt dran, beuge dich nur der Liebe.